wenn wir den Baum haben, dann fehlt uns nur noch ein einziger Baum. Das wäre der in der Startwelt. Das ist schon krass, jetzt habe ich schon wieder dreiviertel Stunden aufgenommen. Schon heftig, sowas. So, also. Hier sah man den Baum nämlich. Ne, hier war was anderes. Habe ich es von unten vorher gesehen? Boah, wie still jetzt alles ist. Still und geheimnisvoll. Mir ist gerade der Arm eingeschlafen. So. Tür ist offen. Ja, nee, wir können nicht runterspringen, du wirst mich jetzt verarschen. Das macht natürlich jetzt das zum ganzen Problem. Können wir kurz schauen, ob jetzt die Zahnarzt so steht, dass man durchlaufen kann? Ja, es ist offen. Ja, nee. Jetzt. Oh, sag jetzt nicht, jetzt muss ich das auch nochmal. Nee, warte mal. Sie sind vorhin außen rumgelaufen, oder? Aber sie sind jetzt mit der Bahnstation gekommen. Kurz anschauen und mal. Ich muss da hin. Oder da runter, beziehungsweise. Wohin ging denn das da schon wieder? Ich kann mich erinnern, wo es da hinging. Ne, stimmt nicht. Warte mal, stimmt nicht. Ich erzähl für einen Quatsch. Da unten ging es rein. Wie mache ich denn das jetzt? Muss jetzt die Originalkugel hier sein? Vielleicht sogar? Das wäre möglich, dass die Originalkugel jetzt hier sein muss. Weil jetzt brauche ich eigentlich. Ja klar, die Originalkugel muss da sein. Ich brauche. Oh, toll. Ja, die Originalkugel dann mit links und rechts eine Treppe. Ach du Scheiße. Ja, die Originaltreppe. Das heißt, ich muss jetzt normal. Ich muss nochmal den Strom aktivieren. Weil ich sonst gar nicht durchkomme, oder? Super. Ja, ich habe gerade einen Fehler gemacht. Super. Wir haben uns gerade ausgeschlossen. Wobei, also ich gehe mal kurz hier noch schauen. Wir haben hier auch noch so Portsteine. Vielleicht gibt es doch noch andere Möglichkeiten. Aber ich vermute gerade, ich habe die Lösung gefunden. Jetzt bin ich gleich mal wieder, oder? Ist ja bescheuert, dass ich hier nicht runterspringen kann. Wieso kann ich hier runterspringen? Dass ich so hoch komme, geh runter. Komm, pack dich runter. Das wäre so cool, so runter zu packen. So. Oh. War das letzte Mal gespeichert? Das sehe ich nicht, keine Ahnung. Okay, dann dementsprechend müssen wir wohl den Strom mit einschalten, wieder runtergehen. Und dann die Kugel drehen. Am besten gleich noch schauen, wie die das stehen muss. Ja. Hilft nichts, müssen wir so machen. Aber immerhin wissen wir, wie es funktioniert. Man weiß es nur meistens erst dann, wenn es schon falsch gelaufen ist.
Boah, ich stelle mir vor, man spielt dieses Let's Play, sagen wir es mal so, zweimal die Woche für eine Folge. Man hätte so keine Ahnung mehr. Man hätte so keine Ahnung mehr, wohin, wie, wo, was. Nee, komm ich rüber, ich muss so. Also, da gehen wir nochmal den Sturm aktivieren, den Fahrstuhl nach unten. Und dann orientieren wir uns nochmal, wohin wir müssen, um in den Ort zu kommen. Also. Ja, die Idee mit dem Stromabstand war nicht schlecht, nur das Problem ist nur, man müsste dann schauen, dass man auch weiterkommt. Und die hat sich jetzt auch alles rausgehauen. Ja klar, nee, die steht noch, die Zahl. Aber das ist auch ein Rätsel, was die Zahl eigentlich hier zu bedeuten hat, weil sie irgendwie nichts macht. Ich habe es eingegeben, habe gedacht, jetzt kommt der Wow-Effekt und nö, nix. So. So, Strom läuft. So, gehen wir den Fahrstuhl nach unten wieder. Dann schauen wir mal, wo wir gerade eintreffen. So. Also, so wie die Kugel jetzt hier steht, können wir nur hier hin. Ist es der Ort, wo wir hin müssen? Ja. Hier müssen wir hin. Okay. Das heißt, überlegen jetzt. Ich port die Kugel jetzt. Ich kann ja nur die drehen, oder? Ne, ich kann die dann auch drehen. Ach du Scheiße. Welche Position hat die andere Kugel zurzeit? Welche? Ja, das Problem ist, ja. Wir können das nicht testen, als wir hingehen und dann ist es eh zu spät. Ja, okay. Wir holen die Kugel hier rüber. Die andere. Und hoffen jetzt einfach mal, dass die Verbindungstreppen dann richtig stehen. Wenn nicht, müssen wir natürlich das ganze Spiel dann nochmal machen und sie entsprechend korrigieren. So. Okay, jetzt sind wir hier. Alles klar. Die andere Kugel ist da. Okay, jetzt müssen wir zum Schrottplatz. Müssen wir mal ein bisschen weiterlaufen wieder. Warte mal, ich hab doch immer. Ich schreibe noch die Nummer hier auf. Wer weiß, vielleicht ist ja das die Nummer, die wir vielleicht brauchen sogar. 4, 3, 5, 7, 9, 6, 8. Bailo Office. Vielleicht ist die Telefonnummer vielleicht die Lösung im Endeffekt dann sogar. Wir werden es auch sehen. So, okay. Ist mir sogar so eingefallen.
Die Telefonlösung war es jetzt anscheinend ja nicht, haben wir schon getestet. So, gehen wir durch. Und hier müssen wir zur Steinwelt kommen, zum mechanischen Welt kommen wieder. Aber ich bin nicht ganz sicher, ich habe schon lange den Weg nicht mehr benutzt, aber ich müsste eigentlich stimmen. Was passiert eigentlich, wenn ich den drücke und dann weglaufe? Kann ich das überhaupt? Vermutlich nicht, vermutlich ist es zu schnell. Sobald ich da drücke, gibt es nur eine Kraft über mich. So. Das klingt schon mal gut. Okay, ja, wir sind in der richtigen Ort. Stimmt, wir haben hier. Wir können die ja verwenden. Wir haben jetzt haben wir noch Strom drauf. Weiß ich, Papier geht's raus dann, oder? Ja. Na komm schon. Mal Tour auf, so. Okay, gute Fahrschuh kann ich nicht verwenden. Der ist jetzt unten. Und ich kann den ja nicht rufen von oben. Das heißt, ich muss jetzt trotzdem laufen. Aber was ich machen könnte, wäre schon mal den Strom abschalten. Für die Fall der Fälle, wenn es da wichtig gewesen wäre. Wenn es nicht wichtig ist, muss ich eh zurücklaufen, schon wieder einschalten und das Ganze mal machen. Wir hoffen auch, dass es richtig war. Ja, es wäre wirklich einfach gewesen, ich hätte den Fahrstuhl unten oben gelassen. Können wir nachher dann verbessern, wenn wir normal machen müssen, falls jetzt die Treppe falsch steht. Wir haben die auch mal gedreht und das ist das Problem. Die Frage ist, wie oft haben wir sie gedreht? Haben wir sie richtig im Endeffekt dann gelassen? Bei meinem Glück stimmt sie natürlich bestimmt nicht. Ich ahne schon, dass sie falsch steht. Eigentlich wäre es ein extremer Zufall, wenn sie wirklich so stehen würde, wie wir sie brauchen. Eben genau deshalb, weil wir sie gedreht haben, weil wir nicht wussten, für was dieser Mechanismus zuständig ist, was er uns bringt. Ich frage mich, ob es die Möglichkeit gibt, uns irgendwie näher zu porten. Ja, wir könnten auf den Berg hoch, glaube ich. Na gut, wir schauen uns gleich mal hin. So. Jetzt sind wir gespannt, wie die Treppe steht. Sie steht falsch. Scheiße. Und das Geilste, wir sehen nicht mal, wie sie steht. Ach du Scheiße, sie steht falsch, wir wissen nicht wie. Oh. Wie heavy ist das denn bitte jetzt? Ich kann immer reinschauen, wie sie komplett falsch steht. Aber warte, wir können davon ausgehen, wenn sie so hoch ist, dass das die Rückwand ist. Also ich würde behaupten, wir müssten sie sicher zweimal drehen. Boah, das ist aber ein bisschen ätzend jetzt. Das ist ätzend, weil das ist extrem zeitaufwendig jetzt.
ist echt extrem zeitaufwendig. Und wir haben ja gar keine Möglichkeit, uns schneller zu porten, oder? Ich wüsste nicht, wo wir schneller hinkommen würden. Problem ist, wir müssen jetzt den Strom mit einschalten, kurz. Gut, warte mal, ich kann das vielleicht ableiten, indem wie wir die Plattform gleich betreten und dann importen. Welche Richtung das steht. Aber ich gehe davon aus, wir müssen sie zweimal drehen, die Plattform. So. Also gehen wir kurz den Strom einschalten. Jetzt wäre es gut gewesen, ich hätte den Strom nicht, ich hätte den Fahrstuhl oben. Hier kann man nicht rufen, Fahrstuhl, oder? Nee, man kann nicht rufen. Das heißt, wenn ich den Strom ja, ich muss schauen, dass ich den Fahrstuhl oben habe. Dann kann ich wenigstens kurz runterschauen gehen, ob es richtig ist oder nicht. Wenn es richtig ist, kann ich den Strom abstellen. Also es hat gar keinen Sinn, den Strom abzustellen, bevor wir nicht die Plattform richtig haben. So. So, Fahrstuhl holen. Und Fahrstuhl runter. Vielen Dank fürs Zusehen. Die heutige Folge ist leider zu Ende. Aber es geht weiter. Mit einem Abo verpasst ihr keine weitere Folge. Bis zum nächsten Mal.